okay, die Bahn ist beliebt. Also, danke nochmal für die U-Bahn. Das hat sich gelohnt. Sind schon wieder Ferien? Ich weiß es gar nicht. Ich bin kein Schüler. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das kann durchaus sein, dass Ferien sind. So, jetzt geht's hier hoch. Wow, die ist fast voll. Macht aber auch gut Gewinn, muss man sagen. In der ersten Woche hat sie 358 Euro Gewinn gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Wobei, ich glaube, die meinen Monat, nicht Woche. Ich bin mir nicht sicher. Da müssen wir mal ein Auge behalten, ob es wirklich eine Woche ist. So, jetzt schlängelt die sich hier hoch, weil es so steil bergauf geht. ...254 hat sie gewinnen. City Skylines ist vermittelt. Dann spielen wir sogar City Skylines am Dienstag. Dankeschön, Michelle, dass du da gleich nachgeguckt hast. Ab heute sind Ferien, schreibt Jan. Okay, das kann sein. Ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber es freut mich natürlich, wenn du Ferien hast. Da ist ja jedes Bundesland immer ein bisschen anders. Wow, hier ist richtig was los. So, und hier ist das Stadion. Ich hoffe, dass hier viele aussteigen. Nee, gar nicht so viele. Ich hätte gedacht, dass mehr aussteigen beim Stadion. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich gedacht, dass hier so der Hauptumstieg werden wird. Weil ja hier im Endeffekt auch das Konzert ist und alles. Bei Michelle ist seit Montag Ferien. Okay. Ja, ich habe den Ferienplan ehrlich gesagt nicht so auf dem Kopf. Wenn man selber kein Schüler ist und man selber halt... Mal gucken, Haltestelle ist da. Und man selber halt keine Kinder hat oder so, die zur Schule müssen, ist das natürlich ja nicht ganz so spannend natürlich. Hier müsste noch eine Haltestelle hin. Von der Linie... Straßenbahnlinie... 12 und... 11. 12 und 11. Ja, ich will dieses Menü hier schließen. Das kriegen wir hin. Das machen wir noch schnell, weil es macht ja hier Sinn, wirklich... nochmal ratzfatz eine neue Haltestelle einzufügen. So, jetzt haben wir eine da und eine da. Sehr schön, schon sind die drin. Das bedeutet wiederum, wir brauchen einen Fußgängerüberweg hier. Den kriegen wir ja aber ganz easy hoffentlich hin. Achso, Straße, Fußgänger. Warum geht das jetzt nicht? Hier ist doch Fußgängerüberweg. Hat immer geklappt. Ich würde sagen, der ist ein bisschen buggy. Durch das neue Add-on. Warte mal, wir haben hier doch welche. Nee, ich kann die nicht mehr machen. Also die sind ein bisschen verbuggt jetzt. Da muss ich mal gucken, dass ich den mal aktualisiere. Den Bild Crossing. Habe ich sonst immer genommen, um Fußgängerwege nochmal zu ziehen. Würde an der Stelle da hinten ja sogar Sinn machen. Aber gut. Man kann nicht alles haben und wir haben ja hier eine Haltestelle und dann würde es halt Sinn machen, auch hier einen Übergang zu haben, dass sie direkt in die Straßenbahn können. Niedersachsen hatte schon, NRW auch und SH, was ist Schleswig-Holstein, gerade die Hälfte um. Wow, okay. Berlin hat am 23.10., beziehungsweise heute war der letzte Schultag. Okay. Ich sage ja, ist ja komplett unterschiedlich. Das ist einfach so. Bayern wird es dann wieder ganz anders sein. Ist ja selbst, dass manche Bundesländer Feiertage haben und andere nicht. Das finde ich ja auch ein Irrsinn in Deutschland. Also, wer in Bayern wohnt, hat dann doch recht viel frei im Verhältnis. Aber gut. Es ist so gewollt.
Ja, der Weg wird auch gut genutzt. Sehr schön. Bushaltestelle ist auch sehr voll. Gibt es hier auch eine Haltestelle? Ah, die ist da. Okay. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Wie gesagt, maximal eine halbe Stunde würde ich jetzt noch spielen. Ich kann schon fast gar nicht mehr sitzen, weil ich vorhin schon Minecraft und alles aufgenommen habe. Und ja, das ist jetzt die Frage. Und aus Versehen gestreamt habe, muss man ja auch sagen. Das schaffe auch nur ich. Ja. Ich würde mal sagen, wir schauen uns den Verkehr ein bisschen an. Optimieren wir noch ein bisschen den Verkehr, so chillen noch ein bisschen, quatschen ein bisschen. Ich achte ein bisschen auf den Chat. Alles verschönern. Aber lieber Jan, das wird jetzt zu lange dauern, die ganze Stadt zu verschönern. Das eine oder andere können wir gerne machen. Ich schaue gerade mal, wo sehr viel Verkehr ist, dass wir das so ein bisschen Herr der Lage werden. Das läuft hier. Hier fahren immer viele runter, dagegen können wir nichts machen. Was wir vielleicht noch machen könnten. Die Betonung liegt auf könnten. Machen wir zu hier. Vielleicht ist es ja möglich. Autobahn. Abfahrt. Die fahren da ja hin, weil die da hin wollen. Die Frage ist, wir können noch mal ganz kurz, warten mal. Wir haben noch hier Mars Transit drauf. Diese Straße. Der Großteil. Der ganz große Teil biegt hier ab. Und will da rein. Oder hier vorne rein. Und da. Also sie wollen auf jeden Fall hier hin. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Die Möglichkeit. Ja, wir müssen mal gucken. Ist natürlich langsam ein bisschen schwierig, weil es verwinkelt ist. Staudamm probieren? Ja, aber wir haben ja genug Strom gerade. Das würde ich mir für Dienstag dann aufheben. Das würde ich mir echt für Dienstag aufheben. Noch haben wir genug. Ich würde wirklich gerne hier das ein bisschen noch optimieren an der Straße, wenn ich ehrlich bin. Seid mir nicht böse, aber es ist noch nicht so 100% optimal, wie ich mir das hier vorstelle. Hier durch alles durch kann man bauen. Die wollen da hinten hin. Wir müssten hier quasi irgendwie auch eine Anbindung zur Autobahn schaffen. Hier ist ja nicht viel Verkehr. Man könnte das ja wirklich irgendwie anzwacken. Nur wie? Oder hier. Das würde ja auch gehen. Hier ist es sogar noch schlimmer, weil hier staut sich alles. Wir könnten, was wir machen können, ist natürlich wir machen das mal aus, wir bauen erstmal normal, geht das irgendwie? Nö. Okay, das sieht natürlich doof aus. Ich probiere das ins Industriegebiet zu kriegen, die Autobahn. Okay, man sieht schon, es sieht katastrophal aus. Das funktioniert nicht. Wäre ja nicht so schlecht, wenn wir die hier irgendwo hinkriegen würden. So würde das so sein. Die fahren da hinten runter, um hier lang zu kommen und möglichst dahin zu fahren. Bin mir nicht so sicher, wie ich das hinkriegen soll. Naben Nook, schön, dass du da bist. Dienstag ist ja schon der 31. Was? Dienstag ist schon der 31? Nein, das stimmt ja gar nicht. Nee. Kogi, du bist in der Woche verrutscht.
Dienstag ist nicht der 31. Das ist danach die Woche, der Dienstag. Wir machen das erstmal aus. Also das würde ja sogar gehen. Aber es würde echt viele Häuser wegreißen. Das will ich nicht. Ich glaube, das kriegt man nicht hin, oder? Ich glaube, das geht nicht, was ich vorhabe. Ich will doch nur eine Straße hier rein haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Das würde gehen. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Stadt wird zu verschandelt. Das geht nicht. Dann gute Besserung. Genug hat Kopfschmerzen. Ah, okay. Der Jan hat das gesagt. Okay, dann Entschuldigung, Kubi. Das war der Jan. Ah, okay. Alles okay. Ich habe den Anfang da nicht gesehen, weil der Chat war schon gescrollt. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Meine Güte, das ist natürlich ein bisschen zäh jetzt gerade hier. Wir könnten hier auch eine zweispurige Autobahn bauen, die hier schon weggeht. Wobei ich sagen will, zweispurig finde ich doof hier. Die darf nur einspurig sein. Also in einer Richtung. In einer Richtung mit Lärmschutz. Die will ich haben. Und dann will ich die da irgendwie rankaspern. Weil ich schon glaube, dass viele das nutzen werden. So, wir müssen mal gucken. Ist unten gut oder oben besser? Verflixt. Das klappt nicht so, wie ich das will. Das ist doch doof. Autobahn in einer Richtung. Das ist korrekt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Das ist ja echt verflixt hier. Ich bekomme die Krise. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Na gut, wenn das nicht so klappt, wie ich will, dann geht ja nur noch ein Weg und der geht hoch. Ich bekomme die Krise, es geht immer noch nicht. Da hat bald jemand Geburtstag. Sehr schön, der Nuke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde ja gern einfach nur den Verkehrsfluss hier raus haben wollen aus der Stadt, ne? Um mehr geht's mir gar nicht. Komm her, ich hab die Faxen dicke. Wir machen das so. So, dann einmal so. So, einmal so und einmal, wenn wir hier eh schon oben sind, dann können wir das auch nutzen für die zweite Richtung natürlich. Aber ich sehe Gefahren. Ich sehe gewisse Gefahren. Wir müssen da nochmal was ändern.
gesagt, dass ich ja nicht der 31. ist, aber hatte nur gelesen, dass der 31. ist. Was ich ja nicht gesagt habe. Ah, okay, ich verstehe. Nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, ich glaube, so kann man das anbieten. Und wir müssen mal gucken, dass wir das halt ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Weil ich sehe ein bisschen Staupotenzial. Und ja, ich weiß, dass es falsch rum ist. Das ist mir bewusst. Ich baue ganz gerne so. Und dann drehe ich das. So, da haben wir hier so ein bisschen Spanne, da gibt es hier nicht so ein bisschen Stauprobleme und so. Ich kann kaum noch sitzen. Um 8.36 Uhr geboren. Der Nuke, okay. Also ein Morgenkind. So, wir gucken mal. Wird die neue Autobahn angenommen? Ja, Gott sei Dank. Sie entlastet dann. Ah, es ist schon echt krass eng hier. Aber gut, hat man ja meist so in der City. Und 10.33 Uhr, auch nicht schlecht. Beides Morgenkinder hier, also auch der Jan an frühen Morgen geboren. Wobei 10.33 Uhr geht schon. Aber mit 8.36 Uhr hast du deiner Mama sicherlich nicht den größten Gefallen getan, lieber Nuke. Jan, du musst nicht Caps Lock anmachen. Einfach ganz normal schreiben. Das ist dann angenehmer zu lesen. Okay, die Autobahnausfahrt wird genutzt. Nicht so häufig wie gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie mehr genutzt wird, aber sie wird genutzt. Wie heißt die? Das ist die Price Autobahn. Okay. Ein paar nutzen es, immerhin. Besser als gar nichts. Und wenn wir die hier schon haben, wenn das Wörtchen wenn ich wäre, dann wäre ich längst Millionär. Ja, wer kennt das nicht? Wer kennt diese dummen Sprüche nicht? Ich würde dann nämlich an dieser Stelle nochmal einhaken hier. So, weil dann könnt ihr nämlich auch hier rumfahren. Das wäre ganz gut. Und die Autobahn würde ich auch Geschwindigkeits, ihr wisst es, begrenzen. Ich würde sogar sagen, hier ist nur 50 erlaubt. 50, 50, 50. Ja, hier ist dann wieder ein bisschen schneller. Aber auch hier ist natürlich ein bisschen schwierig. Dann dürfen die mal 70 fahren. Ist mal so eine andere Geschwindigkeit. Hier vielleicht auch 70, 80. Dann würde ich auch sagen 80 hier, da, da und da. Ich mag das immer ganz gern anzupassen, weil es einfach realistischer ist. Und ganz ehrlich, mehr als 80 ist hier niemals erlaubt. Dann gehen wir hier auf 70, dann läuft das doch eigentlich. So, und hier wird natürlich auch gedrosselt, ist ja klar. Ja, sehr schön. Ist Green City dabei? Fragt Fagre. Ja, ist. Aber wir wissen nicht so ganz, ob es aktiviert ist oder nicht, weil ein paar Optionen gehen, ein paar gehen irgendwie nicht. Aber auch andere hatten schon im Internet geschrieben, dass sie ein bisschen Probleme mit diesem DLC haben. Dass es irgendwie ein bisschen unrund ist. Aber gut, es ist ja der erste Tag. Nach dem Release sozusagen. Ich habe es mir vorhin gerade erst gekauft und ja, also das eine oder andere geht, das eine oder andere irgendwie noch nicht so ganz rund. Kriegen wir aber noch hin. Hello, can you speak German? Achso, Nuke hat's geschrieben. War jemand? Ah, hello, hello, Vladimir. Ah ja, hello Vladimir. This is a German channel.
Welcome. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig mit den anderen Sprachen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir ja hier schon wieder ein Kunstwerk geschaffen. Das ist ja unglaublich. Eigentlich wollte ich solche Auswüchse versuchen zu vermeiden. Aber dadurch spare ich mir hier eine Auffahrt. Ich wollte erst noch eine Auffahrt machen. Und ich hoffe halt, dass durch den Zugverkehr ist natürlich hier viel LKW-Verkehr. Es ist Deutsch Livestream. Yes. So, this is a German channel. Und I speak only German on this channel. Und damit war es das auch mit Englisch eigentlich. So, wir schauen mal. Also wie gesagt, das wird schon genutzt. Was wollen wir noch machen? Ein paar Fußwege können wir noch machen. In den letzten 10 bis 15 Minuten. Alter, was ist hier für ein Verkehr? Das ist diese Schnellstraße, die wir gebaut haben. Hier ist dafür alles frei. Richtig so. Und hier oben haben wir Stau. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ach du Heiliger, ist hier ein Stau. Wie sieht es mit der Lärmbelästigung jetzt aus? Die müsste ja katastrophal sein. Ja, die strahlt nur sowas von rot. Dafür ist hier jetzt alles weiß. Und das ist das, was ich meine. Das war vorhin alles rot, jetzt ist weiß. Das ist der Vorteil an den neuen DLC halt. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Eine Ampelschaltung muss hierher. Definitiv. Zeitgesteuert. Es geht nicht anders. Hat sich ja bis jetzt ganz gut bewährt. Schritt hinzufügen. Grün und überall muss rot sein. Die müssen definitiv wegkommen. Und dann haben die 15 bis 25 Sekunden. Grün. Nächsten Schritt hinzufügen. Ah, from Bulgaria, okay. Ja, es ist internationales Publikum hier. Jetzt muss ich nochmal gucken. The traffic light is red, red, red and this is green. Okay, jetzt fang ich schon wieder an Englisch zu reden hier. Nächster Schritt heißt, dass... Dann dürfen meinetwegen alle Fußgänger, damit die nicht ganz so lange warten. Die haben dann wieder 4 bis 6 Sekunden, sagen wir mal. Dann geht's weiter. Nächster Schritt. So, rot, rot. Dann müssten wir hier grün haben, hier grün haben, hier grün haben. So, das wollen wir für 10 bis maximal 18 Sekunden haben. Was aber nicht richtig ist, ich muss nochmal ändern, weil die Fußgänger dürfen ja nicht grün haben. Das ist ja unlogisch. Speichern. Nächster Schritt. Alles wieder rot. Jetzt dürfen die hier fahren. Alles andere ist auf rot, ist richtig. Die haben dann... Ja, da ist nicht so viel Verkehr. Ich würde mal sagen, zwischen 6 und 18 Sekunden. Da sind wir ein bisschen flexibler. Dann müssen wir die ganzen Fußgänger noch einmal kurz berücksichtigen. 4 bis 6 Sekunden, damit es da immer mal wieder einen Step gibt. Und dann geht es hier von vorne los. Und dann würde ich sagen, wir starten das Ganze mal und schauen mal, wie sich das entwickelt. I can speak German, also Deutsch, okay. Jetzt hatten wir schon Engländer, Bulgarier und Deutsche. Ja, wir haben hier vieles, also wir haben hier sehr viele Nationen. Wir haben auch Luxemburger schon hier gehabt und alles. Schweizer, Niederländer, also hier ist wirklich vieles vertreten. Mag ich auch generell, finde ich sehr cool, weil ich finde, das macht ja eine Gemeinschaft aus, ne? Dass man the International Circle hier. So, jetzt gucken wir mal, da läuft es.
Da haben es nicht alle geschafft. Wir müssen mal gucken. Ein, zwei Schaltungen warte ich immer mal ab. So, ganze Fußgänger dürfen, damit es nicht so lange dauert. So, und jetzt dürft die Autobahn wieder hier. Die Zusatzautobahn. Aber die bummeln auch so beim Fahren. Das sind alle glücklich, warum auch immer. Wahrscheinlich haben wir Fußball wieder gewonnen. Das ist Bulgaria Music. Ah, okay. Was ist da gelöscht? Ja, in this chat, please only in German and English, not on Russia, Bulgaria or on other speaks. Weil wir können das da nicht lesen. Das ist da ein bisschen doof. Ja, die Autobahn, sie wird langsam leerer. Sie war ja bis hier gestaut. Also das hilft auch mit der Ampelschaltung. Allerdings ist hier ist es jetzt sehr knackig knapp. Ist ein bisschen problematisch. So, wir gucken mal. Das Stück ist nämlich verstopft schon. Das ist das Problem. Wir können der Autobahn natürlich nicht zu viele Rechte geben. Da müssen wir natürlich drauf achten. Jetzt läuft es eigentlich ganz gut, muss man sagen. Jetzt wird rot. So, jetzt die Fußgänger und dann haben die hier erst grün. Und die ganzen Bahnen, das staut sich. Also das ist doch nicht so optimal. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Okay, also das ist nicht optimal, muss man sagen. Ja, was machen wir denn da? Selron, ich bin Dolmetscher. Ja, trotzdem. Das ist lieb gemeint, Nuke, aber wie gesagt, ich kann das nicht durchgehen lassen. Das können immer Terrorbotschaften oder sonst was sein. Das geht gar nicht. Also wie gesagt, das hat auch nichts mit dir als Person zu tun. Ne? Ich verstehe, dass du das verstehst. Ist alles in Ordnung? My mother speaks Deutsch. Ah, okay. Das ist nice. Nur, wie gesagt, letztendlich, wenn ich was nicht verstehe oder die Moderatoren was nicht verstehen, dann haut das nicht hin. Das geht nicht. Ja, es ist nicht so optimal. Also diese Ampel macht mir Kopfschmerzen, weil jetzt staut sich das hier schon. Das ist ein echtes Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen das jetzt noch in den Griff zu kriegen und dann würde ich jetzt wirklich langsam zum Ende zu kommen. Also das ist die letzte Aktion hier mit der Ampel. Nuke sagt, wir haben Engländer in der Klasse. Ja, Englisch ist ja auch okay. Ich dachte, es ging jetzt gerade um das Russische. Englisch könnt ihr gerne Chat reden. Das verstehe ich auch so halbwegs, wenn ich das mitlese und so. Und wenn da schon irgendwas ist, dann checke ich das schon. Ne? Ich kann zwar nicht jedes Wort und sprechen fällt mir schwer, aber lesen, das klappt recht gut. Und wie gesagt, sollte ich da irgendwie Bedenken haben, würde ich bei Bedenken halt dann löschen. Also die Nachricht. Das ist alles im grünen Bereich, beziehungsweise Moderatoren machen das dann genauso. Aber wenn es dann Russisch, ich dachte, es ging ums Russische, das geht nämlich gar nicht. Weil da verstehe ich ja gar nichts. Außer dabei, dabei, ne? Sowas kenne ich natürlich. Aber das kennt irgendwie ja jeder. Ja, diese Kreuzung ist eine Katastrophe. Was machen wir mit der? Wegreißen, weg mit der Kreuzung, wer braucht die schon? Ja, wir lassen die Kreuzung jetzt mal Kreuzung sein. Ich würde mal sagen, liebe Leute. Ich würde mal sagen, unsere City ist megamäßig. Da können wir nichts gegen sagen. Die entwickelt sich sehr schön. Von hier aus hat man einen perfekten Blick auf die halbe Stadt.
Also das ist schon cool, wenn du hier so wohnst, ja, dann kannst du die halbe Stadt sehen. Und da hinten das Fußballstadion, nee, das sieht man nicht. Andererseits, wenn du da hinten wohnst, hier fliegen auch voll viel Möwen rum. Ich verstehe auch kein Russisch. Ja, dann ist ja auch alles okay, dann haben wir uns, da habe ich dich nur missverstanden. So, wenn wir jetzt auf diesem Kolosseum hier stehen, das ist ja unglaublich, ja, wir sind hier auf einem Hubschrauberlandeplatz, weil wir der, keine Ahnung, sind. Hammer, oder? Einfach eine Hammer-Aussicht. Du siehst da ein bisschen von Stadion, das ist schon ein bisschen versteckt durch die Autobahn, muss man sagen. Ja, aber man erkennt schon, das ist schon eine Aussicht, die will man sich nicht nehmen lassen. Also finde ich schon interessant, das ganze Gewusel einer Stadt ist generell sehr spannend zu sehen, finde ich persönlich zumindest. Ich schaue da schon mal ganz gerne aus dem Fenster und so und beobachte, wenn ich in irgendeinem Café bin oder so. Das finde ich schon sehr interessant, gerade wenn man ein bisschen höher sitzt, was für ein Gewusel auf den Straßen ist, wie das Leben so in der heutigen Zeit ist. Es ist einfach faszinierend. Lösch das nochmal, weil wie gesagt, da ist Russisch mit drin, aber wir sind ja eh am Ende. Ja, mit dieser Aussicht da hinten am Wasser geht's nächstes Mal wahrscheinlich weiter. Am Dienstag würden wir dann wieder spielen und ja, ich würde mich mal Daumen hoch natürlich freuen und ja, wünsche euch ansonsten noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, macht's gut und danke fürs dabei sein. Und danke auch an Michelle, die das super moderiert hat. Hier im Chat. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Xelron, haut rein. Ciao.